Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo, hallo. Wir werden heute die zweite Mauer ziehen. Da habe ich ein paar Sachen schon fertig gemacht. Weil hier, das ist Katastrophe. Stego, Bronto, diese Schubsi, das ist unmöglich. Wie eine Autobahn ist das da vom Haus. Ja, ein Albtraum. Ich wollte nicht dahin eine enge Stelle bauen, weil das sind die Felsen, weil die Steine brauche ich erstmal nicht. Ich habe erstmal von dir, ich weiß nicht, ob ich genug habe, aber. Hallo. Hallo. Ja, komm. Nachschub? So. Wenn du auf die Seite kommst, du bist tot. Wenn du da drüben bleibst, lebst du weiter. Genau, dreh dich. Dreh um. Lass du mich die weite Strecke laufen, statt mir da mal. Oh, ich bin froh, wenn dieser Schwanz von der Tür weg ist. Ja, so fleißig gefahren und ist ja fast nichts mehr da. Soweit das jetzt zu ist, wird den Dach gemacht und es wird abgeschlachtet, was hier nicht gehört. So, muss ich denn noch mehr Holz? Ja, ne? Ja, das ist noch. Die sind so frech, ne? Kriechen die ja einfach da drüber. Mann, Mann, Mann. Die sind wohl recht frech. So, dann weiter Holz holen. Ach, das klingt so, als es nervig ist. Nein, kein bisschen. Machst du doch gerne. Ja. Ich bin jetzt mal wieder auf der anderen Seite vom Haus, aber der Kanu ist nicht mehr zu sehen. Der ist bestimmt gestorben. Ja, der Bronto, haben wir den ins Wasser gezogen und der hat sich mit Haie in die Köpfe gehabt. Ich mach das mal so weit es geht so.
ebenerdig. Aber wir bauen nie so hoch. Aber wenn Brunto hier sind, dann muss man schauen. Nimm vorn an. Faser wird problematisch. Ja, naja, die Sichel habe jetzt ich, ne? Ja. Gut, Faser. Und einen Moment da. Jo, was heißt alle? Bring ich mit. Das ist zwar nicht schön, aber das sieht man nachher nicht mehr. Können wir noch zwei. So. Ich hoffe, dass dieses ein Mistvieh sich dann befreit, bevor der Baum umfällt. Ach so. Was aber das Problem? Ja, ja. Was heißt das nicht das Problem hier? Hier ist das Problem. Oh, der ist zu voll. Noch was in den anderen reinstopfen. Wie ich tu den? Kannst du noch was tragen? Jo, so geht das. Okay, ich komme nach Hause. Ja. Ist ein bisschen langsam, der Kollege. Wie sollen wir mal die Gänge erkunden? Sollen wir mal den... Also mit den Paras, das... So ein Fluss bauen? Und dann einfach die Küste lang schippern? Oh, das ist eine gute Idee. Aber du weißt, dass das Fluss auch nicht allzu lange... Ja, aber wir bleiben die Küste einfach lang. Ja, ja. Dass wir ein bisschen was sehen, was das für ein Biom sind. Das ist eine gute Idee. Brauchst aber auch eine Menge Leder, ne, für die fürs Fluss.
Ja, guck mal, da hinten ist ja auch noch ein See. Im Redwood. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Insel ist, ob das nicht einfach Küste ist. Ich bin mutig. Ich habe vor nichts Angst. Nur was beißen. Nee, das ist ein See. Das kommt mir drumherum zu. So, drei Stegos haben wir jetzt ein, vier Stegos haben wir jetzt eingesperrt bei uns. Drei oder vier, ja. Und die wollen wir dann vom Dach aus abballern. Ja. Okay. Ist hier durch? Hallo? Der schwimmt. Das ist gefährlich. Findest du den Weg nicht? Da geht's durch. Das war's, oder? Ja, das war's. Warte, ich kann dir was abnehmen. Hallo, bleib stehen. Ich kann mit ihm ein bisschen. Ah, du kannst wenigstens mal ein Stückchen Ja, laufen. ja. Nimm Himbeer mit. Kann er laufen? Ja. Ja, aber gerade so, ne? Weißt du nicht, was du so alles einstecken hast? Ja, ich nehme sie bis. Ja. Was man halt so braucht, ne? Was man da so braucht zum Bauen. Also wir haben ja vier Stegos Ich zähle vier. in der Haus. Ein, zwei, drei und den am Baum sind vier. Ein Ankylo, der andere war clever genug. Und hat sich bedrückt. So, hast du die Faser? Ja, du hast Faser. Der kann hier bleiben. Kriegt dann noch ein paar Bärchen. Erste Wende, Wende, Wende. Er läuft weg. Okay, da hast du jetzt beide da stehen. Ja. Brauchst eh das Zeugs, ne? Ich brauche das Zeug besser hier als da drüben. Ja, alles klar. Aber die Fasern? Ich bring dir noch welche. Ich habe noch mehr. Stecke ich in Himbeer rein. So. Alles klar. Klotz. Ja, für die, die nicht gesehen haben, wir haben Ragnarok verlassen aus einem Grund. Wir kriegen diese Artefakt im Wasser nicht.
Das heißt, wir können nicht bis zum Boss gehen. Ja, das Artefakt, wir waren genau auf der Stelle, wo es sein sollte. Das war ja auch nicht schwer zu finden Nee. auf dem Boot. Und es war nicht da. Wir haben zwei Anläufe, einmal die Boxen über Nacht aus und so und mit einem dritten Anlauf nochmal mit anderen Tieren und war nicht da. Den Server gestoppt, neu gestartet. Ja, und wenn ein Artefakt fehlt, kein Boss. Richtig. So, D1 ist schon leer. Hast du was gesucht? Ja, ich will deine Farbe herstellen. Oh ja. Ne? Wasserschlauch lernen. 4 Leder. Hab ich's noch. Und Fasan, schon wieder. Wasser? Wasser. Lass mal schnell darüber flitzen. So, die sind da, beide. Du folgst noch? Ja. Ja, der folgt. Ich lasse, glaube ich, noch ein bisschen Holz in den Bergbahn, dass ich keinen Ärger kriege, dass ich alles wieder. Ach, wegen irgendwas kriegst du doch sowieso immer Ärger. Ja, ich habe kein Matz mehr. Kein Holz. Ich hab's gehört, aber ich wollte jetzt erstmal die Farbe machen. Aber sonst kommen wir auch nicht weiter, ne? Stell dich wenigstens in den Kochtopf hin. Nein, mach ruhig noch ein So. bisschen Farbe. Das ist ganz schnell gemacht. Warte. So. Ich hasse das. Ich habe 9 Punkte zu vergeben.
Ja, du hast aber noch keine Schere für meine Frisur. Was habe ich nicht? Keine Schere für meine Frisur. Nein. Da brauche ich Obsidian dazu. Und da hast du noch keins gesehen, oder? Wofür habe ich dich? Ich habe keine Zeit, aus der Tür aus dem Haus zu gehen. Ich muss nur am Bauen. Missbauen. Ausbauen. So, ich habe 20 Farbe für dich gemacht, damit du auch ordentlich angezogen stirbst. Mhm. Und die Sterne. So, kein Holz. Ich muss die Axt reparieren und dann geht's los. Ja, ich komme mal mit. Ich muss hier ein bisschen richtig. Beine für treten. Mhm. Von diesen Tiere kann man auch schießen, ne? Ah, der folgt doch deins. Warte. Kannst du den abweiten? Hab ich. Wie sieht es aus mit Fasern? Macht das genug oder? Wenn du einen Busch in die Nähe hast, kannst du trotzdem was mitnehmen. Ja. Oh Gott, bin ich froh, wenn wir ein paar Farmtiere. Ja, wir können höchstens Ankylos bisher. Ja, wir sind noch nicht viel rumgekommen, ne? Nö. Wir wohnen ja hier auch nicht. Also das richtige Farm geht ja erst los. Es geht erst los, wenn du vernünftige Farmtiere hast. Bis dahin, wenn wir hier wohnen. Die werden aber dann gezähmt, wenn wir den richtigen Bauspot haben. Ich hasse dieses Wetter, weißt du das? Es regnet im Spiel und in echt auch. Ja. Die Bäume, die sind aber ergiebig, ne? Aber nicht alle. Nee. Bei manchen haust du zweimal, dreimal drauf und dann fallen die um. Und manche muss man richtig lange drauf umklopfen. Je nachdem, wie groß die sind, ne? Mhm. Also das Megatherium hier, dem traue ich ja keinen Meter, ne? Bitte? Dem Megatherium traue ich ja hier keinen Meter. Das halte ich immer im Auge. Ja. Oh, der ist voll. Ich gehe wieder nach Hause. Hm. Also, ich weiß nicht, ob man das im Mikrofon hört, wie stark es hier regnet. Ja, wollte ich gerade sagen. Tut mir leid für die Hintergrundgeräusche, aber... Ja, wir haben hier ein Oberlicht. Auf das prasselt es natürlich herrlich runter. Und es ist ein mächtiger Unwetter da draußen. Ja, ne, das ist echt heftig. Ab
Farbe, umso gemütlicher ist es zum Spielen. Mhm. Perfektes Spielwetter. Heute hat ja auch die Kirmes in der Ecke in Dings angefangen, ne? Ich hab's nicht verstanden. Die Kirmes hat ja heute angefangen. Die freuen sich da jetzt auch richtig. Oh ja. Kannst du mir einen Gefallen tun, wenn du die Bs verlässt, machst du das Tor zu? Ja. Da sind genug Tiere noch drin. Kein Schlepper, ne? Nee, da müssen wir noch ein bisschen. So, ich vergleiche mal meine Punkte, das ist ja. Der ist aber leer. Yeah. Tschüss. Mhm. So, nächste Ladung. Also, wenn du die Möglichkeit hast, noch ein bisschen Stroh dazu zu fahren? Ja, sicher. Spitzhacke ist dabei. Spannung für die Ohren. Okay. Zweifel. Guck mal. Guck dir das an. Ein Regenbogen. Das gab's ja noch nie in. Ich kenne das nicht von Art. Aber. Krass. Direkt nach dem Regen, ne?
Der Anki ist Level 36. Ist jetzt aber auch, also für Farmtiere, die müssen schon. Ich meine, die Pachas so zum Schleppen am Anfang, okay, aber ansonsten ist das ein bisschen wenig. Wie lange willst du denn an dem rumleveln, bis er wirklich was kann? Solange es nötig ist, solange er hübsch ist. Solange er hübsch ist, okay. Und hier brauchst du nicht suchen, der ist hier. Ja, ich weiß schon. Ach, da ist noch eine Lücke. Ich krieg drei Wände. Oh, voll. Arg spielt mit. Achso, ich habe die Rampe noch nicht. Schade. So. Wir setzen die Rampe. Und dann kümmern wir uns mal ums Dach, dass wir hier ein bisschen war wegräumen, ne? Aber hier kommt keiner mehr rein. Ja. Schöne Wasserbase. Oder? Schön klein. Ja, also als Start. Hm. Hallo. Ach, die Gallimin muss heute übers Wasser. Leb wohl. Also hier über das Wasser schwimmen, du kommst nie auf die andere Seite. Nein, das auf keinen Fall. Es geht schon los, ne? Ach, du hast es gesehen, Schitte. Mann, ich dachte, du baust. Sieht das nicht? Ich brauche die vier Rampe noch. Ja, ich habe doch alles dabei. Hier, gucke mal. Holz, Stroh, Rampe. 1, 2, 3, 4. Da ist der Gallimimus. Guck, wie weit das geschafft hat. Ja. Ich sag ja, wenn du arg spielst, dann weißt du, warum die Viecher ausgestorben sind. Hier sind noch vier Pfeiler drin. Ja, ich weiß. Die ich nicht brauche. Das stimmt hier nicht. Ah, im Wasser hat er den Feind entdeckt, siehst du? Was hat denn was? Ich habe ihn gepinkt. Ach. Und da ist er. Der Feind. Ja. Cooles Feature von den Paras, ne? Irgendwie. Ja. Wenn man es weiß. So. Freunde, das Tor, die Mauer ist fertig. Wir sind einigermaßen sicher. Da oben ist eine Mickey Maus im Felsen. Ja, habe ich schon gesehen. Wir bauen dann das Dach und dann kommen wir wahrscheinlich wieder, wenn wir Schlachtfest machen, um das Boot zu bauen. Oh, richtig. Und dann schauen wir mal, was da alles ist. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.